MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von AGT Multigaming Spiel, den Großfeuerwerk-Simulator, und zwar wieder mit mir, dem Black. Und ja, wir haben das letzte Mal uns die Stadt Köln angeguckt mit einem wunderschönen Feuerwerk, was noch nicht ganz gelungen ist, aber das wollen wir jetzt ändern. Und zwar, indem wir uns heute dem Olympiapark einfach mal widmen. Und zwar in München. Und ja, schauen wir einfach mal, was wir heute zusammen geplant bekommen. Wir wählen einfach mal dieses Stück aus. Kamurok. Und ja, wir haben hier Boden. Ah, die werden woanders angebrannt. Gut, können wir alles nehmen. Ah, da hinten sind noch mehr. Okay. Natürlich anderen auch aus. Ah, so. Okay. Gut, dann, was wollen wir auf dem Boden? Wir sind im wunderschönen Bayern. Da ist bestimmt rot. Ganz schön, wie sieht das aus? Sehr gut. Einmal rot in die Richtung und einmal rot in die andere Richtung. Die können wir zusammen zünden. Dann, das waren die. Die stellen wir einfach mal hinten dran. Sieht bestimmt ganz gut aus. Einen silbernen Vulkan. Auch noch mal hin. So, das ist der erste Punkt. Da können wir noch was Großes draufstellen. Ah, die kann ich hier unten gleich platzieren. Okay. Was war das? Ach, das sieht natürlich auch cool aus. In Rot und Blau. So. Hin. Und das muss noch einmal gedreht werden. So. Das war das perfekt. Das gleiche setzen wir hier hinten auch nochmal hin. Auch noch einmal drehen. Alle möglichen Farben. Ja, warum nicht? Ah, goldener Vulkan war das. Gold ist immer. So. Hinten war doch so. Die Station ist jetzt. Die sind symmetrisch. Sehr gut. Machen wir hier nochmal das Rote hin. Und das gleiche machen wir hier auf die andere Seite. Silbernen Vulkan. Da auch noch. Schon goldenen. Goldener Vulkan. Da drüben. Den habe ich außen hingesetzt. Setzen wir den hier auch außen hin. Falls sich einer wundert, warum ich gerade so ein wenig erkältet bin. Ich bin es. Deswegen klingt es vielleicht heute alles ein bisschen anders. Aber ich glaube, es ist verkraftbar. Das sieht auch lustig aus. Ja, das war das hier. Hierher Regenbogenfarben. Und das gleiche hier auch hin. So. Und wir könnten. Ah, noch ein goldener Vulkan. Da auch. Ähm.
Was war das? Ich glaube, das war dieser Regenbogen, wo wir jetzt da. Goldener Vulkan. 3, 3. Ah, den kann ich wegmachen. Jetzt stimmt das, der steht nur anders. Egal, bleibt jetzt so stehen. Abbrennplatz wechseln. Blau. Diese Mischung. Das ist das Schöne. Das waren die großen Böller, gell? Ja, ich hab den gemacht. Das waren diese riesen. Ja, das sieht doch gut aus. Silbersonnen, ist ja nicht gehalten. So, das Ganze müssen wir jetzt dann gleich wieder entsprechende Musik zuordnen. Ich hab noch was Flaches, das ist nur so. Sieht lustig aus. Das drehen wir einmal komplett. So, das Ganze wird jetzt angepasst. Wie fangen wir an? Ich möchte. Fangen mit einem Silbervulkan an. Und zwar die 2. Dann weil die leuchten, kommen wir diese 2. Nach einer halben Minute kommen die beiden anderen Vulkane. Colormix. Dürfen zwischen rein. Und dann kommen diese kurzen. Das war der hinten. Auch da hinten. Die 2 laufen parallel. Wenn die fertig sind, kommen die 2 parallel. Und die beiden Goldvulkane können eigentlich. Oh, ich habe nur eine Minute 20 Zeit. Okay. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen strecken. Zusammenziehen. Wenn da der Farbmix kommt, müssen wir danach die roten machen. Das waren die, die so ewig lang brennen. Die kommt zum Schluss. Genau. Die auch. Die brennen fast das ganze Ding durch, okay. So, die kommen dazwischen rein. Redbox 1. Den habe ich mehrere. Was? Mach mal hinten dran. Ah, das sind die ganzen blauen. Warte, machen wir da noch ein gelbes rein und dann noch ein gelbes. Und zum Ende hin wird es auf jeden Fall diese große Box geben. Wie es vorher, genau wie die hier. Das sind so Mörderteile. Die brauchen auch eine Zeit, bis sie zünden, wie man sieht. Metall. Ach, das auch hier.
rein. Silberson. Die kann man auch gut verwenden. Ein bisschen glitzern. So, langsam wird's. Es wird ein fulminantes Ende. Und Eis hinterher. Die Metallpalme, Silbersonnen. So. Da können wir eine direkt zum Anfang zur Eröffnung. Und so als auch nochmal hinten dran. Dass wir da im Fluss bleiben. Ups. Goldene Vulkane. Ein bisschen Tieffeuerwerk. So, immer noch zum Schluss. Silberson für den Schluss. Genau, das Italienische. Das ist einmal blau vorne hin zur Einstimmung. Und dann gibt es zum Ende hin noch einen weiteren Vulkan. Brennt zwar länger als die Musik geht, aber das ist dann so. Nummer 2 abgeschossen. Das kann man natürlich auch alles kompakter in eine Zeile machen. Oder in 2, 3. Aber ich habe da lieber ein bisschen mehr Übersicht. Deswegen schaue ich, oder deswegen zieht sich das bei mir meistens über sehr viele Zeilen hin und her. So, und zum Schluss kommen die restlichen Sterne. Im vorderen, der vordere auch da dazu. Und der hintere. Und nochmal 2 Falling Stars. Perfekt. Jetzt testen wir das Ganze mal und schauen, was daraus geworden ist. Mal schauen, ob es geklappt hat. Hier haben wir den Olympiapark vor uns. Und los geht's. Okay, da gibt es noch weitere Abschussplattformen, die habe ich nicht gesehen. Das nächste Mal weiß ich da mehr. Interessant, okay, das mit dem Hochfeuerwerk muss noch ein bisschen üben. Das sieht noch ein bisschen sehr zusammengestückelt aus, aber unten die Fächer, die so auf und zu gehen, das sieht schon mal richtig gut. Also mir gefällt es ziemlich richtig gut. Und
Ja, wenn ihr noch ein weiteres Feuerwerk, vielleicht dann noch ein bisschen synchroner, was auch immer sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.